So, und es geht direkt weiter wieder. Hallo? Na, also geht doch. Warum kommen Sie nicht her und regeln das wie ein echter Mann? Die Aussicht ist toll hier oben. Ich bewege mich nicht. Spielen Sie jetzt nicht den Helden, Sie wertlose Missgeburt. Holen Sie mich doch, wenn Sie so stark sind. Dämliches Blaublut. Mal sehen, wie Ihnen das gefällt. So, Moment, da sind sie ja. Alter, können die mal aufhören, so mich zu nerven hier? Du miese kleine Drecksratte! Verreckt endlich! Alter, das darf doch wohl nicht wahr sein! Wie viele Schwanzlutscher kommen denn da angeschissen? Verfluchte Scheiße nochmal, Alter. Ich... Zack. Warum kommen Sie nicht her und regeln das wie ein echter Mann? Die Aussicht ist toll hier oben. Ich bewege mich nicht. Spielen Sie jetzt nicht den Helden, Sie wertlose Missgeburt. Holen Sie mich doch, wenn Sie so stark sind. Dämliches Blaublut. Mal sehen, wie Ihnen das gefällt. Jetzt zählen Sie doch mal. So, das zu Martin, ne? Klasse Idee, Corvo. Die Schlange ist hin. Und nun ein Pass voll Gold, für den der Corvo bluten lässt. Erstmal lasse ich dich bluten. Hä? So, hilf mir doch jemand! Zack! Alter, wie... Alter, schiebt doch ab, ihr kleinen Hodenkobolde, ihr dreckigen Sackratten. Meine Fresse nochmal. Als... wieso respawnen die denn immer? Die respawnen immer hinter mir. Ich... Ach, gut, bleibt Martin am Leben. Ach, oder auch nicht. Zack, Schädeldecke gespalten. Nicht schlecht. Na gut, Schluss jetzt. Nichts passiert. Na gut. Alter, voll den Kopf abgehackt, ey. Heilige Scheiße. Oh, verdammt, schon wieder. Halt, ich sehe dich. Macht nix. Der Leuchtturm. Auszug aus einer neugeschichtlichen Arbeit über die Insel Kingsbarrow. Die Insel Kingsbarrow befindet sich inmitten des Renhaven und war bis zum letzten Jahrhundert nur für Fischer und gelegentliche religiöse Zeremonien von Bedeutung. Oh, Entschuldigung. Während des Morley-Aufstandes wurden eine Festung und ein Anleger errichtet, um die Stadt vor Angriffen vom Meer zu schützen. Während der Krise durch die Seuche, kurz nach dem tragischen Tod von Kaiserin Jasmine Caldwin, ordnete Dunwalls Lordregent Hiram Burrow den Bau eines modernen Militärpostens und eines Leuchtturms auf der Insel an.
Burrows erst vor kurzem fertiggestellter Leuchtturm wird weiterhin als eines der Wunder neuzeitlicher Technik angesehen. Soll von Sokolovs Erfindung und angetrieben mit feinstem Walöl. Okay. Da unten sind die. Ja, das macht viel mehr Spaß, die abzumeucheln. Also, wieso sollte ich sie am Leben lassen, ne? Alter, wer ist das da oben denn? Ah, cool, hat geklappt. Sehr schön. Alter, die sind da doch auch eben gerade erst. Alter. Wo kommt der denn da hinten schon wieder her? Haha, fress ihn. Nein, oh Mann. So, wenn sie mir wirklich bis hierhin folgen sollten. Da muss ich einfach nur hin, okay. Alter! Ja, jetzt lass mich doch mal ziehen hier gerade. Wichser! So, die schicken Springminen nehme ich jetzt nochmal mit. So, fick dich, fick dich, fick dich. Zack, du auch. Torhausentwässerung. Darüber komme ich rein oder was? Oh, cool. War wohl die einzige hier. Eine von einen Runen, ja. Torhaus. Pendleton, das war da oben, okay. Hätte ich mich nur von meinen Kindern verabschiedet. Ich hatte ja keine Ahnung. Ich dachte, wir hätten schon gewonnen. Der Lord hatte recht, sich das Mädchen zu schnappen. Der Admiral war nur schnell. Seine Lordschaft hat den Karren ziemlich in den Dreck gefahren. Das kannst du laut sagen. Havelock ist oben auf. Martin. Bohr. Und wir.
Arschloch. Sehr schön, kann man immer mal gebrauchen. So ein Gesundheitselixier. Celia. Sie waren ein ehrbarer Hauptmann. Gestern ein wenig langsam, muss ich sagen, aber ehrbar. Ja, mein Herr. Ja. Corvo, ich wusste, dass Sie kommen würden. Aber Sie sind zu spät. Ich sterbe bereits ohne Ihre Hilfe. Ein Streifschuss. Woher auch immer. Was hätte ich Ihnen noch anbieten können? Geld? Ich bin pleite. Frauen vielleicht? Jeder weiß von ihrer Affäre mit der Kaiserin. Sie mögen Edelfrauen? Sie sollten meine Cousine Celia treffen. Ah, verdammt! Ich wollte doch. Ach, Mensch. Egal. Da ist wieder so ein Drecksding. Aber da sehe ich ja schon direkt einen Weg unterdurch. Was für eine Bande von Den Aufzug nehme ich irgendwie mal nicht. Das ist mir suspekt. Ach, ich muss den nehmen. Oder was? Na gut. Na gut. Alles klar, dann würde ich sagen, bevor ich den Leuchtturm betrete, ist, wenn ich mich nicht ganz irre, schon wieder eine Viertelstunde rum, also eine Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.